Trompeter im Äther ist das. Genau. Und seit wann spielst du Springer F3? Du spielst natürlich alles. Das ist Rethi, Leute. Das ist die Grundstellung von Rethi. Springer F3, D5, C4, das nennt sich Rethi. Gegner spielt E3. Ja, das ist jetzt so. Jetzt darf ich wahrscheinlich nicht so sagen, was ich vorhabe, oder doch? Wie ist das? Weiß ich nicht. Hört mein Gegner, wir sind nicht verzögert, oder? Doch, der Stream ist ein bisschen verzögert. Der Aha. Stream ist ein bisschen verzögert. Der Stream ist ein bisschen verzögert. Okay, also das ist nicht so tragisch, dass man. Eigentlich wollte ich mit G4 spielen, aber er hat jetzt dann so schnell C5 gespielt, dass ich irgendwie gedacht habe, ich muss da was im Zentrum machen. Was ist das jetzt überhaupt für eine Eröffnung? Ist das irgendwie so? Das ist so ein Semitarasch. Ich warte im Prinzip drauf, dass das ein Läufer zieht. Aber den Schwarzwaldring, den da. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wenn ich was Strach. klicke, sieht man nichts. Ja? Ja, im Prinzip warte ich drauf, dass er den Läufer zieht, dass ich auf C5 nehmen kann. Und möchte einen Zug gewinnen. Strana Nuna, danke dir, mein Lieber. Kuss. Die Herausforderung könnt ihr generell bei Markus machen. Ja, dann haben wir das einfacher. Macht die ganzen Herausforderungen bei Markus. Wir spielen jetzt so ein Stündchen oder so. Gucken wir mal. Auf jeden Fall noch ein bisschen Hand and Brain. Ja, jetzt ist das kommen. Also er hat da die Nerven verloren und hat mir und die auf C5 nehmen können. Also zumindest ein Tempo gewonnen. Jetzt ist es nicht so einfach, weil irgendwie das C5 fällt. Da möchte ich gerne den Springer hinstellen. Andererseits habe ich Läufer mal F6 als Idee. Also Weiß hat die etwas bessere Bauernstruktur, Freunde. Das ist ein riskanter Zug. Ich weiß nicht, ob man auf G7 nehmen kann. Das muss Markus berechnen. Ja, Ich sag also dazu das war nichts. der Zug, der mir am unangenehmsten war. Du musst aber Weil bei nicht jedem nehmen, anderen ne? Zug hätte ich einfach die Kontrolle gehabt. Und jetzt, vielleicht ist es sehr gut, aber vielleicht ist es auch nicht ganz so klar, was passiert. Kanopo, du sagst kurze Analyse hinterher, bitte. Ja, können wir machen. Übrigens, Fritzi, du kannst auch mal gegen Dingern spielen. Übrigens, der Gegner ist am Ende mindestens so schnell wie ich, sagst du? Ja, aber die spielen ja 3 plus 2. Das wird ihm hier nicht so viel nutzen. Ja, ich glaube, ich friss ihn nicht. Ah, nee, Knight of Zero, du hast recht. Naja. Den fresse ich nicht, sagt er. Ich sollte irgendwas zwischendurch ich weiß nicht, was das für eine Sprache war, sagen. Wo war das? Ist das noch da? Mal gucken, ob ich es lese. Wissen das? Ich kann das, ich hab's nicht, das konnte ich kaum aussprechen. Ah, den Orchkatzelschwarf hat wer geschrieben. Ja, was ist das denn? Von. Orchkatzelschwarf. Ja, das soll der Schwanz eines wie heißt das? Eichhörnchen. Der Schwanz Orchkatzel war. ist Eichhörnchen. Orchkatz ist Eichhörnchen und. Schwarf ist der Schwanz und Schweif. Das Hey. ist so ein so typisches. Irgendwie, wo die Sprache getestet wird oder so irgendwas. Der. Wo lebst du eigentlich? Wenn man das In fragen kann. Graz. In Graz. Graz ist ja bekanntermaßen eine der größten Städte Österreichs, aber ich weiß jetzt nicht, in welcher Ja, die Reihenfolge. zweitgrößte, Okay. aber jetzt weiß ich nicht, für deutsche Verhältnisse noch immer sehr klein. Also, gerade wenn ich, weiß nicht, mir kommt vor, wenn ich in Solingen spiele, da ist Willst du in mich jede fahren? Richtung ist irgendwo eine Stadt, die einmal so 250.000 Einwohner hat und das ist. Ja, da bist du auch in der Nähe des Ruhrgebiets, das ist klar. Ja, Wobei das Solingen ist jetzt auch keine besonders große Stadt. Auch keine besonders. eben, und Ja. die sind, das ist schon so groß und dann gibt es halt da alle möglichen Städte dort in der Nähe. So. So, hier Luschi-mäßig wird alles abgetauscht. F3, der Springer aus dem Zentrum verdrängt. Und der andere Springer nach C5. Getauscht habe ich deshalb, damit mein Bauer auf H2 nicht hängt. Alles gut. So. Das könnt ihr jetzt machen. Na, Schöner Matt. positioneller Grind, Leute. Er muss nur aufpassen, dass er noch irgendwie noch was übrig hat, damit er gewinnt. Aber vor Nicht lauter. auf A6 genommen mit der Dame. Sagt, das können wir uns ja gleich anschauen, Lady. Warum er das nicht gemacht hat. In der kleinen Analyse vielleicht.
Hätte machen können, ja. Wäre definitiv ein Zug gewesen, der in Frage kommt. Wie gesagt, Leute, 5 plus 0 oder 3 plus 2 könnt ihr herausfordern. Wenn wir allerdings Hand and Brain spielen, ist egal, ist ja ungewertet, was soll's. Da brauchen wir eigentlich 5 mit plus 3 Sekunden. Aber wirklich, braucht man so viel, ja. Ja, so. Du musst halt ganz schnell reagieren auf das, was ich sage. Ne? Ich sag Sprenger und dann ist ja mal so eine kleine Latenz zwischen. Ne? Aber ist egal. Machen wir. Ja, das, was ich machen wollte, ist nicht gegangen. Okay, Schwarz-Weiß hat die bessere Struktur, aber Schwarz hat das Läuferpaar. Ob das was wert ist, weiß ich nicht. Hier. Rot jetzt C5 wahrscheinlich. Hm? Fritzi, nee, habe ich nicht gesehen. Was hast du denn gemacht gestern? Was hast du denn gemacht? Finn W., danke dir für den Primer, lieber. Graz cool, da gibt es doch dieses Café, wo man sich abends zum Blitzen trifft, sagt Bogenholz. Genau, Brot und Spiele. Brot und Spiele, auch nicht schlecht. Ja. Wieso gibt es sowas nicht in Hamburg, ey? Das ist wirklich sehr, sehr cooles Lokal. Also kannst du Schachbretter, Schachuhren, alles ausbauen. Nice. Absolut. Ja, F5 hat mir nicht gefallen, was der Gegner gemacht hat. Das sperrt den Läufern noch mehr ein. Stimmt, er hat sich jetzt ein bisschen auf die Passivität da beschränkt. Na gut. 20 zu 2 Sascha Martinovic geschlagen, aber im Hyperbullet Chess 960. Wie? Fritzi Hyperbullet Chess 960. Ja, Fritzi ist so ein Bullet-Monster. Das Witzige ist, der hat over the board Elo 2000, 2-1, so, ne? Aber im Bullet ist er unglaublich stark und schnell. Und Sascha Martinovic ist ein Großmeister, ne? Oder? Ja. Ja. Ich glaube, hat er sich sogar für den World Cup qualifiziert, aber er ist ziemlich weit gekommen. So. Schwarz hat schon ausgegeben, warum? Ja, er hat keinen Bock mehr auf diesen Belaufen. Das ist die erste Partie gegen Trompeter im Äther. Das ist unser Schachfreund aus Österreich. Ich mache mal die Züge und du erzählst vielleicht noch was dazu. Genau, also irgendwie wollte ich mit G4 spielen. Aber, also wenn er jetzt irgendwas Läufer E7 gespielt hätte, habe ich vorher B3, Läufer B2 und bin, sagen wir, Rochade. Und jetzt irgendwo G4, weil sagen wir B6, G4 und bla, Action, keine Ahnung, wie gut das ist, aber. Habe ich schon mal gesehen, antislawisch, ne? Nennt sich das Logo. Ja, so in der Art, die machen G4 in allen möglichen Stellungen und. Die, da sehen wir klar uns noch, klar. Aber er hat C5 gemacht und nach C5 ist ein bisschen das Problem, dass D4 droht. Und jetzt habe ich nicht so viel Zeit und kann nicht so leicht irgendwas auf die Flügel herumtun. Deswegen genommen und D4. Aber der Nachteil von C5 ist halt, dass jederzeit, wenn DC5 kommt, kriegt Schwarz den isolierten Bauern auf D5. Genau. Ist A6 hier nicht eher ein Tempoverlust? Ja, ich glaube, die Idee war von Schwarz, er wollte halt nicht Läufer D6 machen, damit er auf C5 in Anzug nehmen kann. Ja. Aber ja, es schaut so aus, als ob Weiß mehr Abwartezüge hat. Dass dem Schwarzen gehen die Abwartezüge aus. Also das ist eine häufige Variante. Hier, das wird häufig gespielt. Ja, ich glaube, Läufer E6 ist vielleicht gar nicht der Hauptzug. Wahrscheinlich wird Sinn machen sofort, Läufer D6 ist noch. Okay. Weil D5 hängt nicht. Es gibt keinen Grund, den Läufer so früh zu ziehen. Und vielleicht will er später nach G4. Hört genau zu, Leute. Kostenloses GM-Training hier. Okay, also B3 habe ich jetzt gemacht, ich warte noch immer auf Läufer D6, ja? Läufer. Und jetzt macht er hin, weil. Ja, er könnte vielleicht selbst auf D4 nehmen, ne? Ist aber das letzte. Ja, keine Ahnung, wie dann nehmen, aber ich meine, Springer D4 hat einiges für sich, aber ED4, dann gibt es einen rückständigen Bauern. Ja, jetzt muss ich halt Anzug einmal da drüben machen, H3 oder G3. Okay, wie hättest du den wieder genommen? Wahrscheinlich mit dem Springer, oder? Wahrscheinlich mit dem Springer. Ja. Weil E6 bedroht ist, das kommt dann noch dazu. Also. Ja. Okay, er hat aber nicht genommen, er hat den gemacht und jetzt verliert jetzt er in Anführungsstrichen ein Tempo, aber nur in Anführungsstrichen, weil er den jetzt wieder ziehen muss. Ja.
Und jetzt Springer A4 und mit der Idee, irgendwann nach C5 zu gehen. Das sind Klassiker hier, Leute, diese Bauernstruktur. C6, D5, dann wird immer dieser Bauer schwach auf C5, das Feld ist schwach und Weiß möchte den Springer postieren. Danke, Kilkenix und Nico mit Komet. Springer E4 fand ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ach so, der hängt. Der hatte Angst, dass du schlägst, ne? Naja, vor allem, welchen Zug soll er jetzt machen, ne? Er kann natürlich Läufer G4 machen, nachher kann er nichts Konkretes machen, aber ich mache H3, löse mal das Problem vom H2-Bauern. Ruschieren, wenn er ruschiert, dann nehme ich vielleicht wirklich auf F6. Ja. Und dann damit D4 und noch mehr Kontrolle über die schwarzen Felder. Mit der Idee Springer C5 vielleicht irgendwann, ja. F6 hängt natürlich auch. Ja, das geht nicht. Deswegen hat der Springer E4 gemacht, klar. Und das die Idee ist halt, wenn ich jetzt G7 nehme, was ich machen könnte, aber nachher kommt um G8 und dann kommt irgendwie Läufer H3 und ja, ich meine, wahrscheinlich habe ich eh schon genug Probleme. Ja, weil G3 wird da wahrscheinlich reinklatschen irgendwie. Ja, zur Not könnte er einen Turm mitnehmen, aber reinklatschen reicht ja wahrscheinlich. Ja. Und Springer E1 will man nicht machen, das ist zu passiv. Ja, der H2 hängt da. Ja, okay, dann ging das. Na, okay, guck, dann ging das konkret gar nicht. Also. Okay, du hast damit die 4 gemacht. Die Partie hätte jetzt ein schnelles Ende finden können, ne? Ja, okay, das wäre schade, wäre natürlich Zufall des Guten, ja? Das wäre Sub-Battle Deluxe, Leute, oder? Sowas? Weißt du, was ein Sub-Battle ist? Na, man spielt gegen die... Na, was ist Sub-Battle, ja? Subscriber-Battle. Die Subscriber eines Teams spielen gegen die Subscriber anderer Teams in Kategorien aufgeteilt, so 1000 bis 1200 und so weiter bis 2000. Und ja, dann spielen die Teams untereinander und wir kommentieren halt, ne? Und das ist halt so, okay. Das ist halt wirklich sehr nervenaufreibend. Also, der letzte Sub-Battle war auch schon wieder so, da war ich kurz davor, alles durch die Gegend zu schmeißen, so ungefähr. Ja, ich bin echt ein bisschen traumatisiert, Schachprobe, ja. Okay. Okay, aber F6, ja? Und jetzt Dame B6, das war meine Idee, dass ich die Dame tausche. Und warum? Okay, A6 habe ich wieder nicht genommen, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht Läufer G4. Und Schwarz kriegt ein bisschen ein Gegenspiel. Okay. Merkt die Leute, nicht Material, weil er statisch besser steht, kann man so sagen, ne? Der Weiße. Willst du gar nicht Komplikationen, sondern spielst auf die bessere Statikstruktur, oder? Genau, also das ist gibt es, ich glaube, viele Bücher oder oft diese Idee, dass derjenige, der strukturell oder statisch einen Vorteil hat, der muss nicht dynamisch spielen, der kann einfach ruhig dahin spielen, während der andere, der jetzt so wie Schwarz in der Stellung strukturelle Nachteile hat, der muss irgendeine Dynamik geben, der welche Komplikationen suchen. Und konkret ist auch noch, dass ich im Springer D4 spielen kann, weil der H2 nicht mehr hängt. Und Springer D4 ist ein Tempo, dann kann ich mit F3 den Springer von E4 wegbringen. Ja. Der steht auf G5 Viertel, komisch. Ja. H4 war jetzt ein Blödsinn. Ich habe gedacht, ich gewinne was bei H4. Weil ich habe gedacht, nach Springer E6 habe ich Springer F5. Und auf Läufer F8 habe ich Springer B6. Habe ich gedacht, Turm D5, ja, wollte ich machen. Stimmt schon, ja. Du wolltest Turm D5 machen, aber der ist gedeckt leider vom Springer. Ja. I can read the minds. Und natürlich ist H4, wenn ich nicht Springer F5 mache, ist H4 schlecht, weil der Springer auf G5 kann eh nur nach E6. Mit H4 gebe ich irgendwelche schwachen Felder am Königsflügel und so. Okay. Okay, hier zum Beispiel, was soll Schwarz machen? Läufer E5 vielleicht nochmal? Tauschen ist natürlich sehr kooperativ, was er macht, weil er hat jetzt hier den schlechteren Läufer. Kann man Läufer E5 probieren? Nach F4 ist aber weg. Oh, sorry. Ja, sorry. Habe ich aber nicht gesehen während der Partie. Läufer G3 ist vielleicht der Zug, der irgendwie in Frage kommt, aber... Ja. Generell Leute... G4 gedacht, Kappa einfach. Ja. Leute spielen. Aber das Problem ist, jetzt komme ich rein. Also dann. Ja. Da habe ich jetzt. Schwarze Felder, Leute. Ja, und hier hat er keinen Bock mehr gehabt, der Schwarze, weil er natürlich schlechter Läufer, alles steht auf Weiß. Ne? Nur der hier nicht. Und ja, jetzt müsste er mit Turm A8 decken, damit er mal den Bauern nicht gleich abgibt. Und dann hast du eventuell das hier, ne? Kann das sein?
Ja, unter anderem aber eben, wenn zwei Türme auf der A-Linie da einen Bauern decken müssen und das ist nicht klar, wie sich das jemals ändern soll. Ja, aber Wir könnten so. wieder nach dem Prinzip vielleicht den König einmal nach F4 bringen, Stellung maximal verstärken, bevor ich was Konkretes mache. Na, ich wehr mich. Springer D3 Aber und König F4 nur und jetzt. kurzfristig. Und jetzt Springer C5. Direkt hinterher. Ja, gut. E4 liegt da oft in der Luft. Also es gibt da einen Haufen Ideen, ja.